Hold on, it's almost there. Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei South Park The Stick of Truth. Wir warten darauf, dass er die Nazi-Kuh hier endlich mal. Nein, nicht klein werden. Now let's see how you fare against the Dark Lord, Chief Assassin, and some cows. Ach du Scheiße. Na toll, jetzt müssen wir noch gegen Nazi-Kühe kämpfen. Na super. So, der ist schon mal angewidert. Schönen Tag. By the hammer of butters! Scheiße! No! Ich verstehe gar nicht, was ich jetzt. Ich hab mich gar nicht. You're straight tripping, son. Natürlich, die Kühe bringen sich selber um. Naja, wenn's sonst nichts ist. When you can fight five? I'm immune to splash damage, Clyde said. Alter, willst du mich gerade irgendwie verarschen oder so? Eine Klonarmee, natürlich. Und Butters macht mal natürlich überhaupt keinen Schaden. Oh nein, die haben schon wieder Butters getötet. Ich krieg's am Kopf. Ach so, das ist der echte Craig. Was macht er denn? So, das ist ja großartig hier. Okay, dann werde ich mal schnell Butters wiederbeleben. So. Nobody stopped a paladin. Bam. Dann immer schnell in die Eier treten. Die haben ja keine Chance. Naja, Craig ist jetzt eh Geschichte. Und du auch. Blöder Klon. Justice has been served unto you this day, Craig. So, wir haben Craig aufs Maul gehauen. Ach, natürlich. Ich hätte natürlich erst... Verstehe. Here, climb on up. Come on, we're almost to Clyde. Ja, ich komme ja schon. Ach so, das war Craig. Clyde ist ja oben. Ritterrüstung. Ihn lassen wir natürlich auch noch rein. So. I take my clothes
if I was you. Okay, und bevor ich jetzt dort hochgehe, werde ich erst nochmal schnell speichern. Und dann gucke ich mir nochmal schnell die Rüstungen an. Wir haben ja eine neue Rüstung bekommen. Ändern, alles entfernen. Eine Ritterrüstung ist natürlich immer gut. Ritterhelm. Habe ich auch Ritterhandschuhe schon oder kommen die erst später? Die kommen natürlich erst später. Okay, ändern. Dann mache ich doch hier glatt mal Angriff mit Nahkampfwaffen fügen 200 zusätzlichen Schaden hinzu. Und dann mache ich hier doch das mit der Rüstung. Ändern und dann mache ich doch hier. Hält jede Runde 5 MP. Gucke ich nochmal kurz durch. Was haben wir da sonst noch? So. Dartpfeile, Giftgranaten. Super elastischer Ball. Und da machen wir mal drauf, und zwar machen wir mal Schockschaden drauf. Und los geht's! Dad, what the hell are you doing here? Oh, it's my favorite kid! Listen, I found out what they were doing at the women's clinic. They were looking for a candidate to put a snook into. They're gonna nuke all of South Park! A snook? You boys don't understand, they've put the snook here! Who did? Whoever these people are claiming to be Taco Bell! We should have known. We should have known Taco Bell is far too compassionate and caring to be so secretive. The quality of their character, like the quality of their food, should have never come into question. Dad, where is the woman with the snook? They didn't put it in a woman. Well, all I remember was that there were these big government guys, and they wrestled me to the floor at my house. And then I remember thinking, well, this is fun, but wait, is that a thermonuclear device? I'd had some drinks, so putting a thermonuclear device up my ass wasn't completely out of the question. Oh, Jesus Christ, how long do I have? We don't know, Mr. Slave, but it could be a matter of minutes. Well, what are you waiting for? Pull it out! Nein! No! Nein! We can't just pull it out! Snooks have triggers on them! We have to abort it! From inside! Oh, come on, who knows how to do abortions and can get really, really small? Nein! Who could possibly be able to make themselves tiny and know something about abortions? Who could there be? Who could it be? Let me think. There's got to be someone! No, ich will das nicht. Ich will it seems like it'd be nicht. Easy to find someone who could get small or could perform abortions, but both? Ach, okay, ich mach ja schon. It's on the tip of my tongue. Oh, look, he's all small. Oh. Wow, this kid is just full of surprises. Quick, get up there and disarm the snook. Hurry! Oh, be careful. I might have also put some bats up there the other night. Oh, widerlich. Oh, man. It stinks like... What's that smell? Is it me? Ja. Guten Tag. New cat, you must find a way out of this place or you will surely die. The way behind you is blocked by the large sphincter. Make haste to the large intestine. All will be made clear to you then.
A great adventure is waiting for you ahead. Journey onward, new kid, or you will soon be dead. Road ahead. Oh, ist das ekelhaft. But push onward, new kid, with all of your might. New kid. Alter, was hat er denn da? Was greift mich denn da jetzt an? Phyllis, we can work this out. Na, natürlich eine Bakterie. Naja, ich habe ja schon düster Aids, da kann mir jetzt auch nichts mehr passieren im Arsch von der Schwuchtel. Beziehungsweise im Arsch von der Schwuchtel von South Park. Alter, ist das widerlich. So. Immerhin beseitigen wir auch gleich mal seine paar Bakterien, die er dabei hat. Nein, ich will den leuchtenden. Ich will keinen leuchtenden Schleim. Einen Maiskolben? Well, I'm flattered you thought of me, but I wouldn't even know where to begin. Wem brauche ich denn jetzt? Ja. Wem brauche ich denn jetzt dafür? Ja, den hier vielleicht? Dude, lame. How come I have to... Maybe someone with some water can help. Oh yes, right away, my lord. Shall I lick your asshole clean while I'm at it? Ja, dann mach doch. Wenn's dir Spaß macht. Ah, sick. Maybe someone with some water can help. Mit Wasser? Wer soll denn mit mir Wasser helfen? Ja, hier vielleicht. Dude, are we really gonna go up slaves out? Your word is the command, my lord. It's worth a try. Sparky! Here, boy! Ach so, verstehe. Wieso auf einmal alle in den Arsch hier reingehen können von Mr. Sklave? Wie geht's kacke? Alter, ich hätte... Nazi-Schleim? Nazi-Zombie-Bakterien, natürlich! Was gibt's denn noch alles? Ach du Liebe! Langsam wird's peinlich. Scheiße! Wie macht denn bitte eine Bakterie in Hitler? Das soll mir mal bitte einer erklären. Ja, dein Unleben ist jetzt vorbei. Okay, wir bewegen uns weiter. Hier ist schon wieder... Ich mag es gar nicht aussprechen, was das ist. Nein. Nein, es ist nicht... Mr. Zylinder hat uns gerade eine Freundschaftsanfrage gemacht. 3, 2, 1. Achso. Achso, Nagasaki mal wieder. Alter Schwede. Ja, so kann man auch eine Bakterie besiegen. Und wir bewegen uns hier weiter. Ah, cool. Hello? Hello? Slave honey? You better not be tied up somewhere, you silly goose. Huh. Where is he? Hände hoch! Nee, nicht Hände hoch. Du nimmst mal die Hände. Na gut. My ranger sense saw this coming. Kann er die Hände gar nicht hochnehmen. Ich probiere jetzt mal den super elastischen Ball aus. Ach du Liebe!
Der bringt ja sehr viel. Autsch! Also wenn mich eine Bakterie in einem Darm von jemand anders scheißen würde, wäre ich auch sehr angewidert. Ach du Liebe! You're done! Autsch! So, die erste ist erledigt, dann kommen die anderen beiden auch noch dran. Scheiße! Kann nämlich, kannst du nur noch um Jahre handeln. Out! Bam und bam und ach, bam! So, Stan macht jetzt die untere fertig. Ja. Oh Gott! Und jetzt ist... Scheiße! Ja, auch erledigt. Mein Unleben! Alright, who's next? Ja, weil wahrscheinlich kommt noch eine Bakterie. Alter, hier ist überall... Was ist denn jetzt hier eigentlich die Bombe? Hä? Wieso stöhnt er jetzt? Oh oh. No power. Na, natürlich funktioniert's nicht. So, wie komme ich denn? Wie komme ich denn jetzt von... Wie soll ich denn da hinkommen? No power. Ach so. Alright, let's test it. Nein, tu es nicht! Boah, Alter, die arme Fledermaus! Die arme Fledermaus! Eine Kondomkappe. Liebeskugeln, aha. Hier scheint... I am the Sparrow Prince. Like you, I was once used for pleasure as an anal plaything, and thus perished in this place. Now you must defeat my angry spirit in order to move forward. I know, I don't really sound that angry, but trust me, I am. We know aha. We're gonna win, can we skip this? My anger is greater now. Get away, dude. Ja, boy. Hey. Don't look back, out. So you'll soon be dead. Schönen Tag! Oh mein! You hit like my grandpa! Jawohl! Das Lied von Lemmy, das im Hintergrund gefällt mir. Hey! Aber das kennt ja, glaube ich, jeder von euch. Schönen Tag! Yeah. My anger is greater now! Kaya! Your journey is at an end. Alter, was? Was? Es geht denn ab? I am the Sparrow Prince. Okay, das kann ja nicht so schwer sein. Ouch! Machen wir erstmal die Bakterien fertig.
with danger and fright. A push on Hi-ya! Scheiße! You hit like my grandpa. Hi, Tar! The sparrow wins life somewhere way up ahead. So stirbt das eben der Bakterie. So. Bakterie fertig machen. Jawohl! Ach du Lieber! Die Bakterien sich auch aufregen. Scheiße! So, jetzt. Ach du Lieber! So, die Bakterie ist auch erledigt. Dann wird Stan erstmal mich heilen. Und jetzt kann der Spatzenprinz mal dran glauben hier. So wird die Folge halt ein bisschen länger. My anger is greater now. Aber hier. Ach scheiße, ich wollte mir aber in die Eier treten, dem Spatzenprinz. Verdammt. You're going down. Out. Okay, Rambolen. Hat nicht sehr viel gebracht. Wieso Zombie-Wiedergeburt? Was soll das? Hi, Ta! Kaya! Okay, heilen. Schönen Tag. Hey! Gegenstände. Gibt's irgendwas, was eventuell den... I don't feel so good. Anwehr erhöht, okay. Yeah, out. Ah. No way, dude. Okay, dann kann ich ja ihn nochmal schnell heilen. Das trifft sich gerade gut. My anger is greater now. Jawohl! Yeah. Hey! Yeah. Hi, Tom! Alter, ich hab das... Oh, no you don't. No way, dude. Voll verplant gerade, scheiße. Schönen Tag. Ah! Blöder Kackvogel! Na, Gott sei Dank habe ich ihn gleich. You hit like my grandpa. So. Ah. Hey. Endlich. Kaya. My anger is greater now. Okay, noch zweimal. Kaya. Ja. Nein, er hat Stan getötet. Jawohl. Wiederbelebungstrank. Well done, new kid. Gut, der Vogel ist erledigt. Jetzt fehlt nur noch die blöde Bakterie. Autsch! Die hat mir ja schnell erledigt. Ach du Liebe! Scheiße! So. Ha. Mein Gott! Fertig. You have proven yourself in combat, young anal plaything. You may journey forth. Find the Snook's trigger and save the outside world. Fare thee, Matt, and fare thee well. Hat
Hat er mich gerade Analspielzeug genannt? Ich bin kein Analspielzeug. Okay, würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss.